Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Kämpfchen im UDT. Wir haben zuletzt, Gott sei Dank, mal wieder gewonnen und heute geht es gegen Eve, den aktuell Tabellenletzten, ohne einen Sieg bislang. Und das ist eine Situation, wie ich sie überhaupt nicht mag, weil ich gönne Eve natürlich jeden Sieg, aber nicht unbedingt gegen uns jetzt. Und wir stehen ziemlich unter Druck, weil wir diesen Kampf gewinnen müssen. Und von daher kriegen wir das hoffentlich einigermaßen hin. So, ich gucke mal, ob Eve auch schon soweit ist. Ist er und er bringt folgende Pokémon mit. Terrakium, Cramor, Akani, Elisar, Turtok und Ochnatol. Da sind ein paar Pokémon, die ich nicht so cool finde. Ist irgendwas dabei? Also ich finde gut, dass Sneeble und Chillabell nicht dabei sind. Das heißt, wir haben mit Gengar das schnellste Mon, abseits von seinen Walschal-Pokémon. Ja, was hat er noch nicht mit dabei? Irgendwas, was ich sonst noch gesehen hatte. Felinara ist nicht mit dabei. Finde ich gut. Weil da hätten wir auf jeden Fall ein paar tricky Movements sehen müssen, um dagegen anzukommen. Ja, mal schauen, ob mir das gefällt insgesamt, weil es sind tatsächlich alles gefährliche Pokémon, die wir nicht unterschätzen dürfen. Er hat kein Unlichtmon dabei, das heißt, wir sehen mit Necrozma eigentlich ziemlich stabil aus gegen ihn, sobald wir dann ein, zwei Drachentänze draußen haben. Ich würde jetzt, glaube ich, lead ich mit Pampros, um meine Hazards rauszubekommen. Pampros wäre theoretisch fein, wäre theoretisch ganz gut gegen alles. Ja, doch, könnte ich mitleben. Ich glaube, Pampros ist ein solider Lead. Ich habe überlegt, ob ich mit Machomai leaden will. Aber wenn wir da Akani mit einem Bedroher noch haben und Ognatol, was uns die Fähigkeit wegnehmen kann, dann muss das nicht unbedingt sein, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Mal schauen. Also, die beiden müssten im Prinzip weg, damit Machomai problemlos Druck machen kann. Ansonsten hat er Möglichkeiten, unseren Angriff wieder zu senken, was noch geht. Aber die Fähigkeit wegzunehmen, das wäre richtig, richtig dreckig. Deswegen, Ognatol muss auf jeden Fall sterben, bevor wir mit Machomai loslegen. Sofern er, ja, diese Taktik quasi auf dem Schirm hat. Das werden wir sehen. Pommespanzer ist der Lead. Das ist ein Turtok. Das ist okay. Das ist vollkommen in Ordnung. Ist jetzt nur die Frage, was er für ein Set ist, ne? Wollen wir die Tarnsteine legen? I don't know. Wir könnten auch auf Erdbeben direkt gehen, um schon mal Druck zu machen. Wir könnten auch rausgehen auf den Orakelfisch. Ich weiß nicht, ob er direkt in Runde 1 Hausbruch jetzt einsetzen wird. I don't know. Wir haben die Anti-Wasserbeere dabei. Das heißt, wir können für ein Erdbeben gehen. Wir können aber auch die Tarnsteine drücken. Boah, ich bin ein bisschen überfragt. Ja, an den Orakelfisch jetzt rauszugehen, ich weiß nicht, ob das der Play ist, weil dann könnten wir Hausbruch zulassen. Da ist der speziell, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wir gehen für Erdbeben, komm. Wir haben jetzt sehr lange überlegt. Ich glaube, ich gehe für Erdbeben. Er geht für Siedewasser, solange er nicht den Burn bekommt, alles okay. Alles noch in Ordnung. Wenn er den Burn bekommt, nicht sogar, das macht ja gar keinen Schaden. Und er bekommt den Burn direkt. Ah, das ist dreckig. Das ist nicht so geil. Burn ist ziemlich, ziemlich ungeil. Ziemlich, ziemlich schlechter Start. Die Beere hätten wir auch nicht unbedingt gebraucht. Außer, dass Pampros jetzt sehr, sehr fit noch ist. Ja, bringt uns das halt nicht sonderlich viel, ne? Okay, wir sehen vielleicht, ob er Überreste oder sowas hat. Er ist auf jeden Fall ein spezielles Set. Das ist gut und schlecht zugleich. Wir können dann ihn mit Landton einigermaßen gut abfangen. Ich glaube, Hausbruch wird er nicht unbedingt sein. So, er hat uns jetzt 60 KP gemacht. Das heißt, Nappa wäre ziemlich down. Sehr, sehr down. Wenn wir jetzt die Tarnsteine legen würden. Wie wichtig sind die Tarnsteine für uns? Gegen Akani gut. Beim Rest ist es tatsächlich nicht so wichtig, dass die da liegen. Natürlich, Chip-Damage ist guter Damage. Wir kennen das, aber ja. Ich glaube, ich gehe raus auf Landton. Wir haben leider nur den Voltabsorber. Das heißt, er hat auch hier die Möglichkeit, uns zu burnen. Aber das wäre okay. So, und ab jetzt müssen wir wieder ein bisschen Tempo machen. Die ersten Züge, klar, sind immer ein bisschen schwierig. Er hat halt leider Gottes seinen Bodenmon mit dabei mit Ognatol, aber das ist grundsätzlich in Ordnung. So, Landton bekommt natürlich gar keinen Schaden. Bitte nicht auch direkt wieder den Burn. Oh, man. Oh, ganz, ganz kritische Kiste. Okay, wollen wir für ein Toxin gehen gegen Ognatol und gegen Dings wäre das eigentlich auch gut. Ich glaube nicht, dass er jetzt in Cramor reingehen wird, wenn dann in Elisard. Ognatol und so weiter und so fort. Ich glaube, Toxin ist fein. Er geht auch raus. Ah, aber zwei Burns. Also auf Landton mattert es natürlich nicht so mega, aber es ist halt Chip-Damage, den ich nicht unbedingt haben möchte auf ihm. Aber wir kriegen zumindest Ognatol toxiniert. Das ist sehr wichtig, weil das muss weg, damit Machomai ein bisschen Druck machen kann.
So. Wie ist der nächste Plan? Drücken wir einfach Siedewasser, aber ich bin mir relativ sicher, dass er hier für Dings gehen wird. Für, wie heißt es denn? Für Tarnsteine. Bin ich mir sehr sicher. Das heißt, wir könnten mit Landrun drin bleiben. Wenn wir jetzt Erdbeben predikten würden, wäre es hell eine Option, aber das, den will ich auf keinen Fall burnen lassen. Wir bleiben hier, denke ich, drin. Drücken ein Siedewasser. Und danach könnten wir auf Pampos rausgehen. Ich glaube, das wäre fein. Oh, er geht direkt wieder raus. In Elesaat, oder was? Eine Shirina-Ding. Ist das ein Elesaat? Okay, 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 okay. Hat den, hat Siedewasser gerochen. Finde ich in Ordnung. Ist okay. Das Ding ist, er weiß halt aktuell noch nicht, ob wir H2O-Absorber oder Volt-Absorber haben. Und wir haben den Volt-Absorber. Das heißt, Elesaat kann uns eigentlich nichts außer die Schallwelle reinzudrücken. Was nicht geil wäre, aber was okay wäre. So. Ja, will er uns die Schallwelle reindrücken, ist jetzt die Frage. Wir könnten auf Jakon theoretisch rausgehen. Könnten wir machen. Aber ich glaube, wir bleiben drin. Für was brauchen wir Lantun? Wir brauchen Lantun vor allem, um sein Turtok irgendwie zu handeln. Und sein Turtok sah, Real Talk, nicht so gefährlich aus. Gehe ich nochmal für Toxin oder... Ja, mit Voltwechsel kann er nicht rausgehen. Er muss drin bleiben oder er kriegt ein Toxin ab. So, er geht für die Schallwelle. Das ist okay, das wird auch eine Menge Schaden machen. Geht aber. Aber der nächste Hit killt uns dann natürlich. So. Bin mir nicht sicher, ob das Wahlglas Damage war. Ich würde fast sagen, nein. Aber wir haben jetzt auch schon mal das Ding toxiniert. Das heißt, zwei Pokémon sind vergiftet. Das ist ganz nice. Landrun ist leider sehr, sehr angeschlagen. Aber auch das ist fein. Weil wir können jetzt theoretisch in Necrozma rausgehen, wenn wir das möchten. Wollen wir das, ist die Frage. In Cell will ich auf jeden Fall nicht gehen. Das ist mir deutlich zu gefährlich. Wir gehen raus in Jakon. Ja, machen wir. Machen wir, machen wir, machen wir. Kann er natürlich predikten, kann er natürlich jetzt auch rausgehen. Und er macht es. Die Frage ist nur, in was geht er? In Unatoll. Okay, okay. Ist nicht mega geil, aber auch nicht mega schlimm. Weil klar, er kann uns da jetzt eine Geistattacke reindrücken. Aber dafür kriege ich einen Photonengeisier drauf. Und der sollte eigentlich schon wehtun. Ich kann natürlich überlegen, ob ich jetzt in Kramor gehen will, aber der kann halt Irrlicht, ne? Irrlicht fände ich echt nicht so sexy. Wollen wir wieder rausgehen in irgendwas? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich will einfach Damage auf dem haben, weil entweder bleibt er drin oder er bleibt halt nicht drin. Wobei, wenn wir jetzt angreifen, verlieren wir unsere Fähigkeit, ne? Also, und dann trifft uns die Geistattacke etwas stärker. Ist nur die Frage, wie stark? Er hat auf jeden Fall die Überreste drauf. Das heißt, es sollte, Necrozma sollte das ganz okay tanken können. Komm, wir gehen für Photonengeisier. Wir gehen für Photonengeisier. Ich denke, dass er nur die Tarnsteine legen wird jetzt. Und das sollte okay in Damage machen. Ja, es ist fein, ist fein. Er muss auf jeden Fall sich überlegen, rauszugehen. Oh, okay, wir bekommen nicht seine Fähigkeit. Er geht für die Dunkelklaue, ist komplett fein. Hat echt nicht viel Damage gemacht. Und er bekommt die Tarnsteine nicht raus. Das ist auch super wichtig. Und er müsste jetzt auf jeden Fall in Range sein für einen weiteren Photonengeisier. Und was ist da sein Switchen rein? Kramor, oder? Kramor müsste sein Switchen sein. Will ich das predikten mit einer Hitzewelle? Ja, ich glaube nicht, weil der theoretisch Schwächenschutz spielen könnte. Deswegen gehe ich, glaube ich, einfach nur für einen weiteren Photonengeisier. Er hat da eigentlich keinen Switchen rein, außer Kramor. In Kramor haben wir den perfekten Switchen. Das ist fein soweit. Okay, er lässt Ognatoll sterben. Finde ich geil, finde ich nice. Also ich hoffe, dass es killt. Ah, okay, ganz knapp nicht, ganz knapp nicht. Okay, dann ist Necrozma jetzt schon relativ hart angeschlagen. Wir haben Morgengrauen drauf. Wir können uns da auf jeden Fall gegenheilen. Nochmal gegen das ein oder andere Mon, zum Beispiel gegen Kramor. Ich glaube, wenn jetzt Kramor kommen würde, würde ich auch drin bleiben. Ja, ansonsten wird es dann schon schwierig. Turtok sind wir langsamer, glaube ich. Weil wir ja minus Init spielen. Zwar mit Init Investment, aber müssten dann trotzdem langsamer sein, als wenn wir gar nichts spielen würden. Von daher, ja, okay. Aber ich bin froh, dass er die Tarnsteine nicht rausbekommen hat. Ich bin froh, dass Ognatoll weg ist. Das sind gute Informationen. Und ja, am liebsten wäre mir jetzt Kramor. Am liebsten wäre mir Kramor, weil Kramor kann mich, glaube ich, mit keinem Move der Welt rausnehmen. Shirina Ding kommt rein. Ja, wir sind halt speziell defensiv. Wie viel KP haben wir? 94. Selbst wenn der Wahlgas ist, sollte der uns eigentlich nicht killen. Weil Elesaat. Nee. Nee, ich glaube, wir sollten es auf jeden Fall knapp überleben. Ist halt nur die Frage, will ich rausgehen? Er wird hier safe für die Schallwelle gehen, glaube ich. Also wir könnten sogar in Buu gehen, wenn wir das wollen. Aber eigentlich müsste Necrozma tanken können. Eigentlich schon.
Und der geht nur für den Voltwechsel. Der macht noch weniger Schaden. Den tanken wir hundertprozentig. Sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Ja, also wir haben absolut nichts verloren. Das war eine absolute Gewinnerrunde für uns gerade. Weil wir mehr KP haben als vorher. Und er hatte ja eh schon die Möglichkeit zu switchen. Ne? Also irgendwas reinzubringen und Momentum zu generieren. Und jetzt kommt Arcani. Das ist fein. Das ist okay für mich. So. Natürlich ist die Frage, was ist unser Switchen in Arcani? Weil unser Lantern jetzt schon relativ down ist. Haben wir eine Möglichkeit gegen Arcani? Ich bin mir gar nicht so sicher. Also, Jakon sollte auf jeden Fall okay sein. Ja, wir hätten Nappa, was wir da reinwerfen könnten, aber will ich eigentlich nicht machen. Nee, ich glaube, wir bleiben mit Jakon einfach drin und drücken auch hier nochmal einen Photon-Gazier. Ich denke schon, ja. Ich weiß gar nicht, ob er Bedroher uns jetzt gedrückt hat. Keine Ahnung. Vielleicht hätten wir auch nochmal... Er geht auf Irrlicht, okay. Das ist, nicht gut für unseren Drachentanz. Aber wir greifen mit Photon-Geysir ja eh speziell an. Bedeutet für uns nur, Drachentanz ist keine Option mehr. Wir greifen einfach mit Photon-Geysir weiterhin an. Das macht sehr, sehr guten Schaden. Und er spielt auch hier drauf die Überreste. Ich hoffe, er spielt nicht dreifaches Item. Ne? Also Überreste haben wir gesehen auf Orgnatol. Wir haben sie gesehen jetzt auf Arcani. Soweit, so fein. Elisat, Turtok. Da kennen wir das Item noch nicht. Ich tippe bei Elisat aber auf einen Baalschal, ehrlich gesagt. Weil der nicht sonderlich viel Damage gemacht hat. Okay, wir gehen für Morgengrauen jetzt, glaube ich mal. Um uns mal wieder ein Momentchen hochzuhalten. Weil es könnte sein, dass er jetzt angreifen wird. Ne, er geht selbst für Morgengrauen. Dann wäre jetzt vielleicht sogar tatsächlich ein Moment, um Drachentanz zu drücken. Also wir schwächen damit unseren Photon-Geysir. Vorerst, aber wir bekommen ja zwei Drachentänze relativ safe raus. Okay. Also hier schreibe ich mir mal Walschall in Klammern auf. Ei, ei. Ich glaube, ich drücke nochmal den Photon-Geysir erstmal. Sollten wir relativ wenig durch verlieren. Und er geht für den Flammenwurf. Da werden wir sehen, wie viel Damage das macht. Es dürfte nicht viel machen. Okay, von 189 auf 147 runter, das heißt 42 KP. Das ist auf jeden Fall fein. Und wir zeigen ihm hiermit auswechseln. Weiß ich nicht, ob das eine gute Option ist, ob du was hier reinwechseln willst. Ich denke eher nicht. Problem ist, er hat halt auch Morgengrauen und auch die Überreste. Das heißt, die stehen sich jetzt gegenüber und können erstmal nicht so viel machen. Der Burn ist eklig, aber ich will jetzt auch nichts in den Flammenwurf reinwechseln. Also das ist mir auch ein bisschen zu riskant, besonders weil er halt noch Irrlicht kommen kann und so. Auch wenn die Hälfte unseres Teams einfach verbrannt ist. Oh, wir haben aber nur noch super wenig Photon-Geysir, ne? Naja, dann lass für Drachentanz gehen. Dann lass jetzt für den Drachentanz gehen. So, er geht nochmal für Flammenwurf, das ist okay. Das ist fein. Danach gehen wir für Morgengrauen, dann gehen wir wieder für Drachentanz. Und dann sollte das auf jeden Fall passen. Vielleicht denkt ihr sich jetzt, oh Moment, Alter, der ist jetzt auf plus 1. Das heißt, der Photon-Geysir, der macht so krassen Schaden gerade. Jetzt macht er einfach das 1,5-fache davon. Vielleicht denkt er das, weil er nicht bedenkt, dass wir einen speziellen Photon-Geysir erst haben und der dann physisch wird. I don't know. Wenn wir jetzt auf jeden Fall nochmal für einen Drachentanz gehen, dann sind wir tatsächlich das schnellste Mon, abseits von Baalschal-Usern. Wir gehen jetzt erstmal für Morgengrauen wieder, weil ansonsten wird es ein bisschen kritisch für uns. Er bleibt auch drin. Wir sind jetzt schon schneller als Arcani. Sehr gut. Jetzt bin ich gespannt, ob er einfach wieder für Flammenwurf geht, ob er jetzt lieber mal eine Runde Morgengrauen drückt oder so, um fit zu sein. Brüller. Okay, Brüller. Mhm. Und wir kriegen Pampros rein. Pampros ist fein. Pampros ist sehr gut. Aber okay, Brüller ist ein Problem, tatsächlich. So, Brüller, Flammenwurf. Und Irrlicht, ne? Und Morgengrauen. Okay, wir kennen das gesamte Set. Der hat nur Flammenwurf gegen uns. Das sollte nicht sonderlich viel machen. Wir gehen für Tarnsteine. Wir gehen für Tarnsteine. Und er geht raus. Okay, perfekt. In was geht er? In Kramo? In sein Turtok. Ist eigentlich ganz nice, würde ich sagen. Würde ich behaupten. Weil wir... Ja, er könnte jetzt entweder für Turbodreher gehen. Könnte sein. Oder er geht für, ein Siedewasser nochmal. Ich glaube aber fast, dass ein Turbodreher so der Play wäre für ihn. Ja, vermutlich. Wir gehen aber trotzdem für Notsituationen. Falls er nicht. Falls er einfach für Siedewasser geht. Okay, perfekt. Pampros müsste sogar nochmal überleben. Ja,
sehr nice. Auch den Burn mit eingerechnet. Und jetzt die Notsituation. Dafür war sie mit da. Also zwar ein bisschen anders gedacht für eine starke Hydropumpe und so weiter und so fort. Aber so ist Pommes Panzer oder Pommer Panzer jetzt schon mal down. Und er hat den Beulenhelm. Okay, das heißt Pampos ist doch down. Was aber nicht schlecht ist. Was aber nicht schlecht ist, weil wir können jetzt in Gengar rein und finishen. Ja, ich denke, das machen wir auch. Klar, er kann mir jetzt eine Wasserdüse mit Sturzbach reinhauen. Das tut weh. Finde ich nicht gut. Aber Gengar braucht seine KP eh nicht unbedingt. Okay, er hat jetzt einen Switchin in Schlammwoge. Er hat einen Switchin in Spukball. Er hat einen Switchin in Donnerblitz. Er hat in alles einen ganz guten Switchin. Muss man sagen. Aber in Donnerblitz am wenigsten, oder? In Donnerblitz am wenigsten. Ja, und falls er jetzt die Schlammwoge predicted und in Kramon geht, ja komm. Gehen wir auf Donnerblitz. Gehen wir auf Donnerblitz. Ich glaube nicht, dass er den Pommespanzer hier behalten wird. Nope. Das war's mit Turtok. Okay, auch schon mal sehr gut. So, bei Arcani habe ich halt nicht mitbekommen, ob er den Bedroher spielt. I don't know, ehrlich gesagt. Aber ja. So, er kann jetzt mit Elisar theoretisch reinkommen und einen Voltwechsel drücken, weil wir keinen Bodenmove mehr haben. Kein Boden-Pokémon mehr. Aber wir haben noch Lantern. Deswegen weiß ich nicht, ob er das tatsächlich machen will. Wäre für ihn eine 50-50. Reißfass kommt. Oh, das ist Terrakium, ne? Das ist Terrakium. Und Pampros ist weg. Pampros ist weg. Okay. Mhm. Ja, jetzt wird's tricky. Jetzt wird's tricky. Wir gehen auf jeden Fall in unser Kramo rein. Und für Nahkampf haben wir dann Necrozma zum Reinswitchen. Für die Steinkante leider nichts mehr. So, mal schauen. Er geht für die Steinkante auch direkt. Wie viel macht die? Nicht. Das ist kein Walwand. Das ist kein Walwand-Damage. Okay, das ist super, super, super gut. Will ich Ruhe orten? Ist jetzt die Frage tatsächlich. Oh, ich habe ganz vergessen, glaube ich, die auf die DVs zu achten bei Kramor. Ah, aber werde ich euch im Teambuilding schon erzählt haben. Shit. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der sich jetzt setupen will. Wenn er sich setupen will, dann ist es okay, glaube ich. Weil wir dann komplett fit sind. Ja, wir gehen für Ruheort erstmal. Und er geht raus, okay. Das heißt, Kramor bleibt fit. Wir wissen, der ist kein Walband. Kein Walband. Kann aber sein, dass der auch Walschall ist. Okay, und Arcani hat keine... Das ist auch sehr gut. Arcani hat keine... Schüchen. Keine Plateauschuhe an und hat den Bedroher und ist jetzt auf minus 1 Angriff, aber wir wissen, dass er sowieso nur den Flammenwurf hat. Gut. Das heißt, wenn er nur den Flammenwurf hat, können wir eigentlich relativ easy in unser Lantern rausgehen. Das kann er predicten und wieder in sein Terrakium beispielsweise gehen. Ja, wollen wir in Lantern gehen? Wir könnten auch in Necrozma gehen. Necrozma steht nämlich gegen alles ganz geil aus seinem Team. Ja. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Jakon regelt das schon irgendwie. Klar, wir kommen an Arcani nicht vorbei und so, aber das ist fein. Das ist fein. Zwingen wir ihn vielleicht wieder auf den Brüller zu gehen. Vielleicht macht er das auch generell schon so. Nee, er geht erstmal auf Morgenraum. Ja, dieses Arcani ist noch ein kleines, aber feines Problemchen. An dem beißen wir uns so ein bisschen die Zähne aus. Aber er kommt halt an Jakon aktuell auch nicht wirklich vorbei. Gut, mit Hitzewelle werde ich ihm halt nicht viel machen, das ist mir bewusst, aber ich glaube, ich drücke die Hitzewelle jetzt einfach mal, würde ich sagen, weil, ja, keine Ahnung, ein bisschen AP sparen, tatsächlich. Ich hoffe, dass er auf den Brüller geht, das wäre ziemlich nice. Und Hitzewelle macht okay einen Schaden, das ist okay. Ja, er geht für den Brüller, perfekt. Das ist nur das, was ich wollte, dass ich jetzt safe irgendein Mon reinkriege, was gut dagegen ist. Kann natürlich sein, dass hier auch wieder Kramor kommt, aber nope, es ist Lantern, sehr gut. So, Elisard wäre jetzt natürlich ein Switchen in unsere Wasserattacke. Wäre möglich. Aber ich könnte auch einfach für Toxin gehen jetzt. Wäre jetzt auch nicht so das Problem. Aber das wird er predicten. Da bin ich mir sicher. Deswegen gehen wir jetzt einfach für den Voltwechsel. Sollte fein sein. Weil er muss Angst vor Toxin, er muss Angst vor Siedewasser haben. Aber er bleibt tatsächlich eiskalt drin. Finde ich spannend. Finde ich spannend. Und wir gehen auf Voltwechsel. Okay, wie viel Schaden macht das? Ist okay. Wir könnten versuchen, jetzt mit Gengar ein bisschen Druck aufzubauen. Problem ist nur, er hat noch sein Normal-Pokémon und er hat noch sein Dings-Pokémon. Oder, jetzt in... Warte mal. Doch, ich glaube, jetzt ein Machomai ist eine ganz gute Option, um mal anzufangen, Druck zu machen gegen ihn. So,
Hallöchen, ich bin Machomai. Hallöchen, ich krieg mein Heißorb und du bist schon mal angedamaged. So, in Boden hat er nur Kramor, was er da reinwechseln kann. Und das ist jetzt die Frage, ob er Kramor hier reinwechseln wird oder nicht. Ich würde sagen, ich gehe für... Ich gehe direkt für Deiner Gewitter. Ja. Ich glaube ja. Damit habe ich recht wenig zu verlieren. Ich treffe Terrakium, ich treffe Akani, ich treffe Kramor. Klar, Akani wird dadurch wahrscheinlich nicht sterben. Aber falls er jetzt direkt in Kramor geht, ist das wahrscheinlich direkt weg. Ich meine, Kramor dürfen wir nicht unterschätzen. Wir haben selbst eins und wissen, wie tanky das ist. Aber so ein Heißorb, Donnerschlag in der Deiner-Form von Machomai. Autsch, sage ich da nur. Autsch. Aber er bleibt drin, okay. Schade. Wäre ich sehr gerne natürlich auf Erdbeben gegangen, keine Frage. Aber so ein Donnerschlag dürfte auf jeden Fall wehtun. Und vielleicht geht er sogar für den Brüller. Und ich glaube, dass der Brüller nicht gegen Dynamax-Pokémon funktioniert. Bin ich mir relativ sicher, dass es so ist. Aber mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Er geht für nichts. Das heißt, er geht, glaube ich, echt für Brüller. Weil sonst wären wir nicht schneller, denke ich. Ja, das ist guter Schaden. Elektrofeld ist jetzt auch draußen. Das heißt, unser nächster Schlag ist geboostet. Und Brüller dürfte nicht funktionieren. Wir haben ein bisschen Init Investment. Keine Wirkung, ja. Okay, ich glaube, das wusste er nicht. Kann ich verstehen. Ich habe auch schon oft mit rote Karte und so experimentiert, ob es funktioniert oder nicht. Aber das bedeutet, dass wir jetzt Akani ziemlich sicher down kriegen. Wenn der nicht an den Tarnstein stirbt, dann an irgendwas anderem. Wollen wir uns jetzt einen Boost holen? Ich glaube, wir gehen safe auf Deiner Gewitter. Akani hier wegzubekommen ist unfassbar wichtig. Dafür ist Machomai jetzt da. Oder er schickt halt irgendwas anderes in den Tod, ne? Aber der Donnerschlag ist jetzt geboostet durchs Elektrofeld. Weiß nicht, ob der Elisar töten wird. Keine Ahnung. Ja, Gegenheilen bringt das viel? Maybe ja. Die Option habe ich gar nicht jetzt in Betracht gezogen. Ja, okay. Dann gehen wir jetzt, denke ich, für den Bodenmove. Weil entweder geht er raus. Und, Akani wird durch die Tarnsteine sterben, wobei Kramor die natürlich mit seinem Gigamove wegmachen kann. Keine Frage. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass er jetzt rausgeht. Ich glaube, er wird nochmal auf Morgengrauen gehen und nochmal versuchen, hier diesen Angriff abzuwehren. Ja, so ist es auch. Und da er Überreste hat und keine Antibodenbeere, sollte der Deiner Erdstoß oder so heißt es, glaube ich, jetzt auf jeden Fall killen. Haben wir mit Machomai nicht super viel erreicht. Das ist klar. Aber wir haben genug erreicht. Okay. Wir haben Akani rausgenommen. Und das war sehr, 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 sehr wichtig für uns. Denn Terrakium und Kramor, also, ja, Terrakium ist noch so ein Ding, ist noch sehr gefährlich. Kramor kriegen wir aber auf jeden Fall gehandelt mit unserem Kramor. Und Elisat ist auch noch so ein tricky Ding. Ich habe ein bisschen Angst, dass Terrakium und Elisat beide Wahlschalt sind, dann ist Gengar relativ useless. Aber er geht in seinen Kramor. Okay, perfekt. Ja, habe ich überhaupt kein Problem mit. Weil unser Kramor sehr, sehr gut dagegen aussehen sollte. Und ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, einen potenziellen Schwächenschutz von ihm zu triggern. Deswegen gehen wir instant raus. Und zwar in unser Kramor. Ja, da haben wir auch noch Beulenhelm. Wird nicht weiter mehr dann jetzt. Für seine Dynamax-Attacken. Falls er direkt Dynamax. Kann auch sein, dass er jetzt Kramor predicted und rausgeht in Elisard. Das wäre nicht schlecht. Aber dann wäre er, glaube ich, vorher rausgewechselt. Es sei denn, er spielt tatsächlich minus Init. Oder sowas. Nein. Er Dynamax, perfekt. Damit ist er jetzt erstmal 3 Runden gefangen, sage ich mal. Er kann natürlich rausgehen jederzeit, keine Frage. Aber Elisat wird uns auch nicht one-shotten. Und wenn wir wollen, können wir Elisat dann rausnehmen. Wenn wir das möchten, können wir das tun. Okay. So, da ist Gigakramor. Der gute Junge. Und er geht für den Gigasturmstoß. Das macht natürlich nichts an Damage, aber die Tarnsteine sind weg. Auf unserer, also auf seiner Seite. Ist nicht unheimlich wichtig, aber natürlich hätte ich gerne den Chip auf Elisat gehabt. Aber man kann natürlich nicht alles haben. So, wir gehen für Eisenabwehr. Gar keine Frage. Wenn er jetzt sich mit Stahl boosten will oder so, oder mit Kampf seinen Angriff boostet. Ne, genau das kann hier nämlich passieren. Dann ist das so. Wir boosten uns nämlich mit Eisenabwehr viel, viel schneller. So. Okay. Und auf einem potenziellen Switchout kann ich eigentlich immer Body Press drücken gleich. Ich glaube nicht, dass er in der Runde rausgeht, dass er Dynamax abbricht. Ich glaube, es wäre der beste Play für ihn, jetzt rauszugehen. Will ich jetzt schon rausgehen oder will ich jetzt schon Ruhe ordnen oder gehe ich auf Eisenabwehr? Weil er sein... endet in der Runde jetzt, ne? Ne, ich gehe jetzt für Ruheort. Einmal Eisenabwehr sollte reichen.
Er geht jetzt auch schon raus. Okay, 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 okay. Ja, dann kommt jetzt wahrscheinlich Elesaat rein. Und Elesaat, soweit ich weiß, sollte uns das nicht one-shotten können. Boah, wäre ich jetzt schon auf Body Press gegangen. Aber not bad, dass er seine Giga tatsächlich einfach abbricht. War der richtige Play. Definitiv. Jetzt ist nur die Frage, will ich drin bleiben oder nicht? Das Ding ist, ich gewinne nicht sehr viel, wenn ich jetzt drin bleibe. Weil er wird mit einem Voidwechsel vermutlich einfach rausgehen. Wenn er Schallwelle drückt, ich denke, er ist gewahlt. Dann kann ich in irgendwas anderes rausgehen. Und der Orakelfisch bringt uns eigentlich nicht mehr viel. Notfalls kommen wir jetzt dann eben auf Gengar raus. Ja, notfalls kommen wir auf Gengar raus. Weil entweder ist er gewahlt halt jetzt. Also entweder geht er jetzt auf einen Elektromove. Dann heilen wir Lanton hoch. Oder er geht auf Schallwelle. Und ist Gewahlschalt. Dann können wir danach nämlich eben auf Gengar rausgehen. Oder er ist nicht Gewahlschalt, dann sind wir aber schneller. Ja, und er geht für den Voltwechsel. Orakelfisch ist wieder back in the game. Sehr gut. Und ich denke, er ist Gewahlschalt. Ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher. Und dann muss er jetzt nämlich rausgehen. Dann muss er jetzt rausgehen. Ansonsten halte den Orakelfisch halt nochmal hoch. Und das ist mega, mega gut. Und wir können daraufhin ebenfalls Voltwechseln auf seinen Switch. Das heißt, jetzt kommt entweder Kramer rein. Wo wir natürlich den Schwächenschutz triggern könnten. Aber es wäre nicht so das Riesenproblem. Ja, er geht raus. Das ist eigentlich schon die Bestätigung, dass er Wahlschall ist. Sehr gut. Haben wir gut anhand des ersten Damages erfahren können. Gegen Lanton, glaube ich. Nee, gegen, weiß ich nicht mehr gegen wen. Ja, und Voltwechsel sollte auch einem Kramo ganz guten Schaden machen. Und jetzt können wir eben mit Gengar zum Finish ansetzen. Oh, war ein Crit. Und er hat Schwächenschutz tatsächlich drauf. Gengar sollte mit dem Spukball aber auf jeden Fall killen können. Bin ich mir ziemlich sicher. Könnte auch in Jakon gehen. Aber Bu sollte das eigentlich gut machen können. Ich kann eigentlich auch für den Donnerblitz gehen, falls Elesaat reinkommt. Ja, doch. Ist, glaube ich, besser. Ist, glaube ich, besser, wenn wir hier einfach für Donnerblitz gehen. Terrakium kriegt Chip. Kramor stirbt. Elesaat kriegt Chip. Ist fein. Okay, Donnerblitz. Damit holt sich Gengar einen Kill an Kramor. Sehr gut. Und dann bleiben noch Terrakium und Elesaat. Zwei durchaus gefährliche Pokémon. Aber wir haben Gengar. Und wir haben Lanton und wir haben Kramor. Und die zu dritt sollten die eigentlich die ganz gut handeln können. So, Reißwas kommt wieder rein. Ich bin mir sehr, 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 sehr sicher, dass der Wahlschall ist. Habe ich so im Gefühl. Ebenfalls. Können wir ja doppelt spielen. Von daher gehen wir jetzt auf jeden Fall auch einfach wieder auf Kramor raus. Das kann er predikten von mir aus. Ist aber absolut fein. Weil dann können wir halt wieder in Lanton rausgehen. And so on, and so on, and so on. Wir sind gerade in einer guten Position. Erdbeben kommt. Okay, perfekt. Ich weiß nicht, was er erwartet hat. Wahrscheinlich, dass wir mit Gengar drinbleiben oder sowas. Ja, jetzt müssen wir uns eigentlich nicht mal mehr setupen mit Eisenabwehr, sondern gehen einfach direkt auf den Body Press. Sollte fein sein. Er muss nämlich rausgehen in Elesaat und dann sollte das, glaube ich, reichen. Also wenn der Body Press nicht killt, dann vielleicht die Vergiftung. Könnte aber sein, dass Elesaat das ganz knapp überlebt. Aber wir sind eigentlich Full Death, also das macht schon eine Menge Schaden. Ja, das war's mit Elesaado. Und jetzt können wir eigentlich mit Kramor auch drin bleiben und Terrakium noch rausnehmen. Gehe ich mal davon aus. Wir werden Eisenabwehr auf jeden Fall drücken, um safe zu gehen, weil ein Body Press reicht eh nicht aus. Und er sollte uns nicht two-shotten können. Wie gesagt, ich glaube, er ist der Wahlschal. Und dann sollten wir das mit Eisenabwehr relativ gut und günstig runterspielen können. Steinkante kommt, trifft auch. Und ja, wie wir gesehen haben vorhin, macht die nicht viel Schaden. Natürlich ein Crit. Nee, selbst ein Crit reicht nicht. Selbst ein Crit reicht nicht. Okay. Ich werde jetzt aber auf Nummer sicher spielen und jetzt nochmal auf Ruheort gehen. Ich brauche das Ergebnis. Ich weiß nicht, ob der Body Press killt. Ich glaube, der macht nämlich nur so um die 40-45%. Oh, da kriegt er den Crit. Da kriegt er den Crit. Okay, war wichtig für uns. War wichtig für uns. I'm sorry, dass es jetzt nochmal ein bisschen gestallt wird. Weil ich werde jetzt auch nochmal auf Ruheort gehen. Ich will halt auf jeden Fall das gute 5-0 über die Bühne bringen. Ohne Probleme. So, Steinkante kommt. Sie misst. Okay, perfekt. Damit sind wir komplett voll. Und dann können wir jetzt für den Body Press gehen. Und das ganze Match dann zu unseren Gunsten beenden. Okay, nice, Leute. Das war endlich mal ein richtig gutes Match. Ohne großartigen Fehler, würde ich sagen. Und ich finde, Eve hat das nicht schlecht gemacht. Also er hat einige Doubles gezogen und einige Moves gemacht. Jetzt am Ende Erdbeben zu drücken, war, glaube ich, nicht der Play. Aber ich glaube, da hatte er eh nicht mehr sonderlich viele Chancen. So, Body Press, wie viel macht das? Es reicht, um Terrakium rauszunehmen. Und damit gewinnen wir mit einem 5:0. Und das ist sehr, sehr befreiend. Sehr, sehr befreiend.
Es bedeutet noch nicht unbedingt, dass wir jetzt in die Playoffs-Plätze vorrücken. Aber ich glaube, wir kratzen eh schon daran. Ich glaube, wir sind einen Platz vorher, vor den Playoffs-Plätzen. Und jetzt mit einem 5-0 sieht es halt ziemlich, ziemlich gut für uns aus. So müssen wir weitermachen, so muss es weitergehen. Und dann können wir uns von ganz unten wieder nach ganz oben hocharbeiten. Aber dazu müssen wir weiterhin Konzentration beibehalten und so weiter und so fort. Gut, lasst liebe Grüße bei Eve da, schaut gerne mal vorbei, schaut euch den Kampf gerne aus seiner Perspektive an. War heute alles ein bisschen chaotisch, sehr spät gestartet. Wir haben es jetzt 1.14 Uhr und also er hat sich sehr lange nicht gemeldet, dann hatte ich Probleme und deswegen hat sich das alles ein bisschen in die Nacht hochgeschaukelt. Großes Dankeschön auf jeden Fall dann trotzdem an Eve, dass wir den Kampf noch heute über die Bühne bekommen haben und GG auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Bis dahin und tschüss.